Ja, auch an Sie vielen Dank, dass Sie heute mit uns diskutieren. Ja. Zu meiner Rechten Herr Berthold Penkert. Er ist Direktor des Instituts der Feuerwehr NRW und Leiter des Projektes Feuerwehrensache, so habe ich gelernt, wird es ausgesprochen, das vom Innenministerium hier in NRW und dem Verband der Feuerwehren gefördert wird und wahrscheinlich einigen von Ihnen Begriff ist, aber ich denke, dazu werden wir gleich auch noch ein paar Sätze mehr hören. Auch an Sie vielen Dank. Frau Helga Stuhlgies, grüne Beigeordnete aus Düsseldorf und Leiterin des Dezernats für die Themen Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz und damit eben unsere kommunale Vertreterin einer Großstadt hier aus Düsseldorf und außerdem Vorsitzende der kommunalen Dezernentenkonferenz Feuerwehr. Vielen Dank auch an Sie. Ich glaube, die Zusammensetzung ist deshalb auch spannend, weil wir eben auf den verschiedenen Ebenen Teilnehmer haben, Vertreter haben. Und ich glaube, dass wir in den nächsten jetzt noch knapp anderthalb Stunden entlang der Leitfragen des Kongresses diskutieren können, die bisher eben auch schon aufgeworfen wurden. Das heißt, kann das Ehrenamt im Brand- und Katastrophen- und Zivilschutz zukünftig unter den Vorzeichen des demografischen Wandels und der geförderten Flexibilität im Beruf noch funktionieren? Und dann eben genau die Frage, wie reagiert der Staat denn auf die Problemlage? Gibt es da von staatlicher Seite Lösungen und welche organisationsinternen Lösungen gibt es denn? Also ich glaube, da haben wir eben sowohl die eine als auch die andere Seite. Und dann, das ist glaube ich heute auch eine Chance dieses Kongresses, nämlich genau die Frage, welche Bedarfe und Forderungen gibt es denn seitens der Organisation an die Politik und ganz speziell auch an Grüne, zur Lösung der eben schon jetzt vielfach thematisierten Probleme. Ich denke, wenn wir in diesem Spektrum bleiben, fange ich einfach mal an mit der ersten Frage. Die erste Fragerunde soll so ein bisschen die Ist-Situation beschreiben, also welche eher in Richtung Problemanalyse und vielleicht bereits bestehende Lösung. Ich würde gerne Sie, Herrn Fritzen, fragen, wie die Situation der Feuerwehr denn derzeit ist. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen. Wir haben, glaube ich, in den einzelnen Workshops schon einiges davon gehört, aber kann denn der Brandschutz mit den Ehrenamtlichen, insbesondere im ländlichen Raum, aber auch allgemein überhaupt noch gewährleistet werden? Und wie sieht die Situation auch für den Katastrophenschutz aus? Das ist eine spannende Frage und wenn Sie 2-3 Stunden Zeit haben, werde ich es knapp zusammenfassen. Zunächst einmal suche ich den Schulterschluss zu dem Herrn, der mich jetzt verlassen hat, der Herr Wagener. Der hat nämlich als Moderator des Workshops eigentlich die Dinge so zusammengefasst, wo ich gesagt habe, kannst du streichen, kannst du streichen, kannst du streichen. Die Kollegen in dem Workshop haben das in meinen Augen sehr gut dargestellt. Und es ist im Workshop schon deutlich geworden, dass alle Meldungen, Ideen überhaupt nicht gesammelt werden konnten. Und trotzdem ist es super zusammengefasst, das, was ich mitbekommen habe, wo ich leider staubedingt zu spät kam. Jetzt zu Ihrer Frage. Die Frage kann ich mit einem klaren Ja, aber beantworten. Und zwar, so vielfältig wie die Berichte aus den Workshops waren, so vielfältig ist die Feuerwehrwelt. Sie ist nicht homogen und es gibt nicht die eine Feuerwehr und es gibt nicht die eine Situation in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist es äußerst kompliziert. Was man aber, wenn man eine grobe Struktur der Problemlage versucht, erkennen kann, ist erstens, es wird, das ist meine persönliche Überzeugung, in 5, in 10, in 15 und wahrscheinlich auch in 25 Jahren noch eine ganze Menge von Gemeinden geben, wo die Gefahrenabwehr rein ehrenamtlich dargestellt wird. Das funktioniert, das geht und das ist dann auch die allerbeste Lösung. Denn Gefahrenabwehr in dem Umfang, wo wir dann die wirklichen Einheiten bei Feuerwehr, bei den Hilfsorganisationen, beim technischen Hilfswerk brauchen, sind zum Glück selten. Immer auf die Größe einer Gemeinde bezogen. In einem Dorf ist es selten, dass es brennt. Aber wenn es brennt, braucht man jede Menge Hände und zwar nicht irgendwelche, sondern professionell arbeitende Hände. Und deswegen kann man es fast hauptamtlich gar nicht finanzieren. Das ist vorhin schon mal gesagt worden, hörte ich auch aus dem Workshop. Das kann eine kleine Gemeinde nicht finanzieren. Stimmt, wenn Sie eine Staffel, das sind 6 Feuerwehrleute jetzt mal, wenn Sie die rund um die Uhr mit hauptamtlichen Kräften belegen wollen, dann bedeutet das im Moment bei uns in Münster 25 Stellen. Und wenn wir umgestellt haben auf die 48-Stunden-Woche, das lernen wir früher oder später alle in NRW, dann sind das 30 Stellen. 30 Stellen in einem kleinen kommunalen Haushalt, um 6 Funktionen rund um die Uhr zum Einsatz zu bringen. Das müssen
Sie sich mal vorstellen, welche Gemeinde kann das finanzieren? Die Antwort darauf kann aber nicht sein, ja, das geht nicht und dann gibt es eben so viel Feuerwehr, wie wir finanzieren können. Das ist auch nicht die Antwort. Und innerhalb der Feuerwehr betrachtet, ist auch nicht die Antwort, naja, wenn wir da sind, kommen wir schon. Das ist nicht die Lösung. Der Bürger hat einen Anspruch auf Rettung und Schutz im Katastrophenfall, eben auch bei den kleinen Katastrophen. Und wenn das Haus brennt, ist das subjektiv eine Riesenkatastrophe. Abgesehen davon können Menschen gefährdet sein. Und die müssen wir retten. Darauf gibt es einen Anspruch in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist es ja nicht umsonst eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Und deswegen kann die Lösung nicht sein, Brandschutz nach Kassenlage und Brandschutz nach Verfügbarkeit. Und jetzt komme ich zu der Problemlage. In all den Gemeinden, wo das eben nicht funktioniert, aus sich heraus, weil da sind Betriebe am Ort, die freiwillige Feuerwehrleute beschäftigen. Ich rede jetzt für die freiwillige Feuerwehr, es gilt aber für die anderen Organisationen genauso. Ne? Die, die beschäftigen, die auch freistellen. Nein, wenn das nicht der Fall ist, dann muss die Gemeinde sich was einfallen lassen. Und nicht die Feuerwehr muss sich was einfallen lassen, sondern die Gemeinde. Es ist eine Aufgabe der Gemeindeverwaltung und des Rates der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass eine Feuerwehr funktioniert. Eine Feuerwehr ist zunächst einmal nicht selbst dafür verantwortlich, dass sie funktioniert. Aber sie kann auch eine Menge kaputt machen. Das heißt, wenn die, die beauftragt sind, ihren Job nicht ernst nehmen, wenn sie nicht gut ausgesucht wurden, nicht gut ausgebildet werden, und jetzt komme ich zum eigentlichen Problem, wenn sie nicht gut unterstützt werden, dann müssen die scheitern bei allem Engagement. Letzte Botschaft, wo liegt das Kernproblem? Das Kernproblem liegt da, dass die Feuerwehr heute nicht mehr so ist wie vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren war sie dörflich und wenn im Dorf eine Rauchsäule hochging, hat die ganze Gesellschaft die Rauchsäule gesehen und keiner hat die Frage gestellt, dass der Dachdecker den Hammer wegwirft, vom Dach geht, dahin fährt und der Bauer nicht mehr auf dem Hof ist. Es hat auch keiner protestiert beim Dachdecker, dass sein Dach nicht weitergebaut wird, weil jeder hat gesehen, dass es brennt. Wenn heute Nacht an 30 Stellen in Nordrhein-Westfalen freiwillige Feuerwehren weg rausfahren, um eine Ölspur wegzumachen, sind sie billige Arbeitskräfte der Kommune, da ruht sich die Kommune auf einem Ehrenamt auf und spart vermeintlich Geld und fährt das System kaputt. Wenn jedes zweite Gewerbegebäude, jedes zweite öffentliche Gebäude von allen möglichen Brandschutzvorschriften befreit wird, und dadurch kompensierend Brandmeldeanlagen vorgesehen werden. Die Brandmeldeanlagen dann aber schlecht ausgeführt von Leuten, die keine Ahnung haben, von Nichtfachplanern, wenn das von den Behörden nicht überprüft wird, wenn diese Brandmeldeanlagen einen Fehlalarm nach dem nächsten produzieren, schwindet das Bewusstsein für die Notwendigkeit und schwindet das Engagement bei den freiwilligen Feuerwehren. Ich kenne freiwillige Feuerwehren, wo die Einsatzkräfte zu 80% zu Fehlalarmen ausrücken. Wenn da die kommunale Verwaltung nicht eingreift mit starken Anschlussbedingungen und dafür sorgt, dass die Fehlalarme runtergehen, machen wir die Feuerwehr kaputt. Und freiwillige Feuerwehr ist ja heute gar nicht mehr das. Heute ist das ein freiwilliges städtisches Amt und das wird in den Verwaltungen nicht gesehen. Was an Administration abgeliefert wird bei den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr. Bitteschön, Freiwillige Feuerwehr ist dann, wenn der Piepser geht, ich fahre den Einsatz, fahre nach Hause und bestenfalls der Einsatzbericht. Aber alles andere muss aus den Kommunalverwaltungen unterstützt werden. Viele Bürgermeister, Oberbürgermeister und viele Verwaltungsleitungen erkennen das überhaupt nicht, dass das eigentlich eine originelle kommunale Aufgabe ist, wo sie für alles andere ein Amt haben und selbstverständlich bis zur Personalverwaltung alles hauptamtlich gemacht wird. Und die Freiwillige Feuerwehr wird mit allen Personalverwaltungen, mit Disziplinarverfahren, mit Haushaltsaufstellung, mit Prüfung von Brandschutzbedarfsplänen, womöglich noch Teilnahme an der Begehung von Brandschauen belastet wird. Das gehört da alles nicht mehr hin. Und das müssen wir runternehmen von diesen Leuten. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Und damit habe ich 1% der Probleme beschrieben. Gut, dann bleibt ja noch einiges an Zeit für die anderen 99%. Ich hoffe, Sie haben am Wochenende noch nichts vor. Ich glaube, hier sitzen ja einige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich glaube, das war recht viel, was die Personen jetzt auf jeden Fall mitnehmen können und was hier auch nochmal an die Politik mitgegeben wurde und auch mitgenommen wird. Herr Dr. Schlewinski, ist die Situation beim THW vergleichbar? Und worin würden Sie sagen, unterscheidet sich die Problematik? Können Sie uns dazu ein paar Worte erzählen? 1%. 1%, okay. Ja, die Situation ist in Teilen durchaus vergleichbar. Allerdings gibt es auch Unterschiede. Zunächst mal befindet sich das THW im Moment schon in einer Phase des Wandels. Stichwort ist da Aussetzung der Wehrpflicht. Früher war es eben so, dass gerade in den Großstädten, in den Universitätsstädten sehr viele junge Männer
zum THW gekommen sind, weil sie eine Alternative zum Wehrdienst suchten. Dieser Anreiz, sich mit ehrenamtlicher Tätigkeit zu befassen, der ist natürlich jetzt erstmal weggefallen. Und dieser Automatismus, den es eben früher gab, dass sich junge Männer nun fragen mussten, gehe ich zur Bundeswehr, gehe ich in eine andere Organisation, den müssen wir jetzt kompensieren durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen den Menschen, und ich rede jetzt bewusst nicht nur von jungen Menschen, wir müssen den Menschen aufzeigen, welche Aufgaben es gibt im THW, wie man sich dort einbringen kann, wie man auch von einer solchen Tätigkeit persönlich profitieren kann. Ich möchte an der Stelle nur mal ein Stichwort sagen, Bildung von Netzwerken, auch im privaten Bereich. Und Gott sei Dank, muss ich allerdings sagen, haben wir schon vor einigen Jahren vorhergesehen, dass sich die Dinge so entwickeln könnten. Es zeichnete sich ja ab, die Wehrpflicht wurde ja immer kürzer. Und wir haben eine sehr intensive Jugendarbeit begonnen. Und von dieser intensiven Jugendarbeit, da profitieren wir jetzt schon. Wir haben also in allen 127 Ortsverbänden in Nordrhein-Westfalen Jugendgruppen. Und ich kann sagen, in der Regel ist es so, die meisten Nachwuchskräfte im Erwachsenen-THW kommen aus dieser Jugendarbeit. Und der Vorteil ist eben auch, die Jugendlichen, die dann aus den Jugendgruppen ins Erwachsenen-THW übertreten, wissen schon recht genau, was sie dort erwartet und sie sind schon gut vorbereitet. Das haben wir jetzt auch noch weiter intensiviert, so ähnlich wie auch im Bereich Feuerwehren. Es gibt also in der Jugendarbeit auch schon fachspezifische Ausbildungen, sodass also die Jugendlichen dann, wenn sie ins Erwachsenen-THW übertreten, auch schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes recht schnell aktiv werden können. Ein Unterschied zur Feuerwehr, etwas, was uns aber auch durchaus zugutekommt, ist, dass wir natürlich als Bundesorganisation mit der gesetzlichen Aufgabe Zivilschutz bei den friedenszeitlichen Schadensereignissen in Amtshilfe tätig werden. Anders als die Feuerwehr kommen wir eben nicht in der ersten Welle, sondern wir kommen dann, wenn die Feuerwehren oder auch andere Behörden uns um Unterstützung bitten und haben aus diesem Grunde auch etwas mehr Vorlaufzeit. Das ermöglicht es uns natürlich auch, Leute jetzt bei uns aufzunehmen, die eben nicht so sehr schnell, sagen wir mal, von ihrem Arbeitsplatz loskommen können, die etwas länger brauchen, bis sie dann ihren Dienst im THW aufnehmen können. Das sind eben auch für uns interessante Zielgruppen. Und es zeigt sich mittlerweile auch, dass es durchaus auch die Fälle gibt, in denen zunächst mal die Kinder und die Jugendlichen beim THW tätig werden und dass dann über diesen Weg auch die Eltern sich für das THW interessieren und dass sie mitmachen. Bei uns ist die Tendenz im Moment die, dass wir also eine gesunde Altersmischung auch mehr und mehr erreichen. Früher eben durch diese Alternative zum Wehrdienst waren es eben sehr viele junge Leute und mittlerweile ist es so, dass wir eine gute Durchmischung haben, was sich gerade auch in Einsätzen positiv bemerkbar macht. Denn diese Mischung wirklich aus Erfahrenheit und auch aus jugendlichem Engagement, das ist schon etwas, was wirklich gut ist. Es gibt allerdings auch noch ein weiteres Problem, was ich ansprechen möchte. Das ist auch die Bereitschaft der Arbeitgeber für den Dienst im THW freizustellen. Das hängt auch wieder etwas zusammen mit der Aussetzung der Wehrpflicht. Früher war es Arbeitgebern eher präsent, dass dann die jungen Männer etwas für den Staat tun sollten, tun mussten und dass eben diejenigen, die jetzt bei der Feuerwehr waren, die beim THW waren, dann eben trotzdem an ihrem Arbeitsplatz waren und nicht dann eben diese Monate bei der Bundeswehr. Heutzutage hört man schon häufiger auch von Arbeitgebern, dass die sagen, finde ich toll, dass Sie beim THW sind, aber machen Sie es bitte in Ihrer Freizeit und die Arbeitsleistung darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das geht natürlich nicht immer so. Das geht vielleicht noch bei der Planung von Ausbildung, von Übungen, aber bei Einsätzen funktioniert das natürlich nicht. Und wir setzen uns gerade in letzter Zeit verstärkt dafür ein, dass wir auch bei den Arbeitgebern
die Überzeugung wecken oder sie vertiefen, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit auch etwas Nützliches ist im Arbeitsverhältnis. Und dazu machen wir auch Veranstaltungen. Dazu konzipieren wir auch unsere Ausbildung neu, und zwar in dem Sinne, dass wir auch sagen, wir möchten gerne Abschlüsse haben, die auch im Berufsleben anerkannt werden, um auch da Anreize zu schaffen für Arbeitgeber, dass sie dann wirklich mit Verständnis ihre Arbeitnehmer auch zu THW-Lehrgängen dann auch schicken. Das sind so einige Punkte, die uns im Moment bewegen, also viele Ähnlichkeiten mit gewissen Unterschieden. Da waren jetzt auch schon einiges an Lösungsvorschlägen dabei, gerade auch wieder an die Adresse der Politik beziehungsweise an die Adresse der staatlichen Einrichtungen. Herr Penkert, wenn ich Sie als Leiter des Instituts der Feuerwehr und damit auch Vertreter des Landes NRW fragen darf, was können Sie vielleicht kurz erklären, was im Moment das Land tut, um der Problematik zu begegnen? Ja, man kann ja davon ausgehen, oder wenn man drauf schaut, wir hatten das vorhin auch im Workshop schon als Thema, die letzten 10 Jahre auf die Feuerwehr, auf den ehrenamtlichen Teil der Feuerwehr gesehen, ist die Welt in Ordnung. Wir haben 6% mehr Mitglieder als noch vor 10 Jahren. Nur da ist es, glaube ich, genau richtig, dass Politik sich auch jetzt intensiv mit der Feuerwehr beschäftigt und mit dem Ehrenamt beschäftigt, weil wir eben sehen, uns fehlen leistungsfähige junge Mitglieder in der Feuerwehr, die wirklich für das Geschäft der handwerklichen Tätigkeit, das Feuer ausmachen, da sind. Und das wird durch den demografischen Wandel ein echtes Problem für uns werden. Und was wir einfach sehen, ist, dass die Beständigkeit der Mitgliedschaft bei uns in der Organisation eine Problemlage ist. Es scheiden sehr, sehr viele Führungskräfte, gerade Führungskräfte, die hochqualifiziert sind, nach kurzer Tätigkeitsdauer aus dem System aus. Und das ist für alle immer ein herber Verlust und kostet uns unheimlich viel Mühen. Also aus meiner Sicht genau richtig, dass man sich auf der Landesebene, auf der Politikebene mit dem Thema beschäftigt. Wir könnten natürlich als Land auch uns zurücklehnen und sagen, es ist kommunale Zuständigkeit, die müssen sehen, dass ihre Feuerwehren funktionieren. Nein, das ist nicht der Wille des Landes. Uns ist aber wichtig, hier aus dem Innenressort heraus insbesondere einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Und das reicht eben nicht aus. Und das soll jetzt keine Kritik sein, aber eigentlich ist es das. Manche Länder haben es sich einfach gemacht und haben große Plakataktionen gestartet. Und die Erkenntnis ist, die Nachhaltigkeit ist nicht da. Man ist zwar relativ schnell in aller Munde, aber ich glaube, dieser Strohfeuereffekt überragt dann doch am Ende. Und deswegen war der Ansatz hier in Nordrhein-Westfalen, wir wollen was Nachhaltiges machen. Und ein zentrales Projekt ist bei der Maßnahme, das ist mehr als 1%, sage ich mal, ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden zwischen den Grünen und der SPD-Fraktion. Dort wurde eben das Projekt Feuerwehrensache definiert als ein Projekt zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren. Und das Projekt wurde dann im Innenministerium umgesetzt, strukturiert, und es besteht derzeit aus 3 zentralen Strängen. Und der eine Strang ist der Mensch in der Freiwilligen Feuerwehr, ein ganz wichtiges, zentrales Thema. Dann aber auch, und das muss man jetzt mal sagen, haben vielleicht auch schon andere Projekte, haben sich sehr stark auf diese Position der Mensch in der Feuerwehr beschränkt. Hier war der Ansatz, wir wollen es breiter angehen, und da ist die zweite Perspektive ganz wichtig, die Organisation der Freiwilligen Feuerwehr. Also, wie sind wir strukturiert, wie sind wir organisiert, wie sind die Abläufe, vielleicht muss man da auch was optimieren in dem System. Und die dritte Perspektive ist für mich persönlich ein ganz interessanter Aspekt und auch sehr mutig. Wie wird die Freiwillige Feuerwehr von außen gesehen? Wir haben heute schon, Frau Schäffer sagte das zur Begrüßung, klar, angesehenste Berufe und immer ganz weit vorne. Das ist das, glaube ich, was man vordergründig wahrnimmt. Wenn man aber mal genauer hinhört, und das wollen wir in dem Projekt jetzt auch ganz bewusst machen, auch mal durch strukturierte Befragungen, um wirklich mal objektive Befunde zu bekommen, weil wir leben ganz stark auf der Emotionsebene. Man hat einzelne kleine Details, die man wahrnimmt, und schließt darauf auf das gesamte System. Und es fehlt uns die strukturierte und die wissenschaftliche Analyse in dem Bereich. Und da wollen wir eben auch mal reinfragen, was denken die Menschen wirklich? Wir haben im Rahmen von kleinen Umfragen, die noch nicht repräsentativ sind, in die Bevölkerung reingefragt, mit der Universität in Witten-Herdecke, sehr erschreckend, was da zum Teil rauskam, wie so die Stereotypen in der Bevölkerung sind, wer sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.
das ist nicht, das spricht nicht für die Organisation. Und das finde ich dann erstaunlich, dass es da solche Diskrepanzen gibt. Und ich finde, denen müssen wir mal strukturiert auf den Grund gehen. Und das wollen wir in dem Projekt insbesondere machen. Uns ist es im Projekt außerdem ganz wichtig, der eine Punkt ist wissenschaftliche Begleitung, auch mal ein Fundament zu bekommen. Aber das andere ist, reinzuhören an die Basis, auch mal über Hierarchie hinweg zu springen. Halte ich für wichtig. Wir haben das gemacht schon inzwischen. Wir haben Workshops durchgeführt, 3 Stück, 3 große Workshops, mehr als 400 Teilnehmer erreicht aus den Feuerwehren. Einen besonderen Workshop, wo wir die junge Feuerwehr auch mal eingeladen haben zu kommen. Wir haben unheimlich viele Befunde bekommen, Daten bekommen und wir haben dann auch aus diesen Workshops viele, viele Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren gewinnen können, die jetzt in der Projektarbeit sich einbringen. Und wir sind derzeit an dem Punkt, wir hatten diese Woche eine Lenkungsgruppensitzung in dem Projekt, wir haben jetzt Pilotprojekte verabschiedet und das sind Ansätze in den Pilotprojekten, die sind breit gestreut, da kann ich nachher nochmal drauf eingehen, wo wir dann jetzt mal ausprobieren wollen, was vielleicht gute Wege sind. Wir haben uns eigentlich in dem Projekt von Anfang an gesagt, wir sind nicht die, die die perfekten Lösungen am Schreibtisch entwickeln, sondern wir wollen Ideen sammeln, das ist im ersten Jahr passiert, wir gehen jetzt in die Phase und wollen mal ausprobieren und wollen das 2,5 Jahre tun und dann in die Nachbereitung, in die Evaluation gehen. Das ist im Moment unser Ansatz und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Projekt, das sind dicke Bretter, aber im Moment sind wir alle engagiert dabei. Das Projekt Feuerwehrensache, ich denke, das wird uns auch jetzt noch im weiteren Verlauf auch noch mehr beschäftigen. Frau Stulgis, Sie als Dezernentin in Düsseldorf mit einer großen Berufsfeuerwehr ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Struktur als das, was wir jetzt auch in einem Workshop über den ländlichen Raum diskutiert haben. Wie ist dort in Düsseldorf oder hier in Düsseldorf, ist es ja eigentlich, wir sind ja hier, die Rolle der ehrenamtlichen Helfer? Und vielleicht auch nochmal wirklich das Beispiel des Unwetter an Pfingsten. Ich würde ketzerisch einfach mal sagen, sie mussten die Bundeswehr anfordern, weil es alleine nicht mehr geklappt hat, weil es mit den ehrenamtlichen Helfern nicht geklappt hat, mit den Hauptamtlichen nicht gereicht hat. Ja, in Düsseldorf haben wir eine wirklich große Berufsfeuerwehr mit knapp 900 Personen und wir haben zusätzlich 10 Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt knapp 300 Personen. Und diese Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr haben auch Jugendfeuerwehren, also entsprechende Gruppen. Und das ist meines Erachtens ganz wichtig, dass wir über die Jugendfeuerwehr immer wieder einen Zulauf zur Freiwilligen Feuerwehr bekommen und aus der Freiwilligen Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr heraus auch dann die Interessenten für die Berufsfeuerwehr gewinnen können. Also das spielt zusammen, ist ganz wichtig. Wichtig ist eben auch, dass, und das können wir in Düsseldorf, ich sage mal, uns leisten, ich finde es aber auch ganz wichtig und motivierend. Wir rüsten unsere Freiwillige Feuerwehr mit entsprechend sehr guter persönlicher Schutzausrüstung aus, persönlich und entsprechenden Fahrzeugen und Gerätetechnik. Wir legen ganz großen Wert auf die Aus- und Fortbildung, haben da auch entsprechende Ausbildung im Gelände für Fahrzeuge oder Fahrsicherheitstraining. Wir finanzieren auch, wenn noch nicht vorhanden, den Führerschein für LKWs. Das kann man auch dann im persönlichen, privaten Leben oder die Berufsleben nutzen. All das sind Motivationsdinge, die wir für wichtig halten. Wir werben für die Freiwillige Feuerwehr in Schulen. Wir fangen ganz früh an. Wir haben alle 2 Jahre einen Stadtfeuerwehrtag mit den Hilfsorganisationen zusammen. Da werben wir auch entsprechend für die Hilfsorganisation, also für den gesamten Bereich. Und haben da gute Erfolge auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und jetzt komme ich mal zu unserem Orkan Ela, der auch Düsseldorf sehr hart getroffen hat. Wir haben gemeinsam, und das ist wichtig, dass die Berufsfeuerwehr mit der Freiwilligen Feuerwehr ineinandergreifend koordiniert, gut koordiniert eingesetzbar ist. Wir haben noch sagen wir mal, in der Nacht, die ganze Nacht durchgearbeitet, haben überörtliche Hilfe angefordert. Das ist in Nordrhein-Westfalen gut organisiert, das hat gut funktioniert. Das sind auch überwiegend Freiwillige, die gekommen sind, also Ehrenamtler.
Und so haben wir die ersten 3 Tage entsprechend gut arbeiten können. Aber nach den 3 Tagen gibt es ja nun auch eine gewisse Erschöpfung bei den handelnden Personen. Und da wirkt sich natürlich auch aus, dass die Freiwillige Feuerwehr, das Ehrenamt, auch irgendwann mal zum Arbeitsplatz zurück muss. Und so hatten wir da immer weniger Kräfte. Aus diesem Grunde haben wir sehr frühzeitig die Bundeswehr angefordert. Das hatte auch noch den Grund, dass wir in den waldnahen Bereichen Straßenblockaden hatten mit enorm großen Bäumen und die Bundeswehr entsprechend schweres Gerät hat, um relativ zügig diese Bäume wegzuziehen und zu zerkleinern. Also das hatte 2 Gründe. Die Bundeswehr war dann 5 Tage dort bei uns und hat gute Arbeit geleistet, gemeinsam mit Hilfsorganisationen, gemeinsam mit Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Das war ein Miteinander. Die Bundeswehr hat sich sehr bedankt für die gute Kooperation. Ich war beim Abschlussappell dabei. Die hat gesagt, also das haben wir noch nirgendwo erlebt. Und als letztes möchte ich sagen, dass aus Kreisen der Freiwilligen Feuerwehr das Feedback gekommen ist, dass sie gesagt haben, wir sind von der Bevölkerung angesprochen worden und die fanden das so toll, unsere Arbeit, und die wollen auch mitmachen. Also das ist, glaube ich, die beste Werbung gewesen, dieses große Tun im Rahmen der Aufräumarbeiten, im Rahmen der Gefahrenabwehr beim Orkan Ela. Dankeschön für diese erste Antwortrunde. Auch hier waren, glaube ich, schon wieder viele Lösungsansätze bei. So als Schlüsselbegriffe ist, glaube ich, die Aus- und Fortbildung ganz wichtig, aber auch immer wieder der Faktor Motivation. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt aus fast allen Beiträgen irgendwie herausgehört habe. Gibt es nun von Ihrer Seite Fragen an die Teilnehmer des Podiums oder auch noch Anmerkungen, Dinge, die in den Workshops bisher zu kurz gekommen sind oder auch noch in den Keynotes, was Ihnen jetzt, Sie sagen, das möchten Sie jetzt unbedingt noch loswerden? Ich würde es einfach mal, also Sie haben hier vorne so einen kleinen runden Knopf, wenn Sie da einfach drauf drücken, bitte. Also ich habe da einen sehr erschreckenden Satz gehört, nicht für Düsseldorf, aber für den Rest von Nordrhein-Westfalen. Der hieß, wir rüsten unsere Einsatzkräfte bei der Freiwilligen Feuerwehr sehr gut aus. Wir können es uns auch leisten. Frage an die Politik, wird das dem nächsten Land der verschiedenen Stufen? Das heißt, wer im Ruhrgebiet lebt und bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, der wird schlecht ausgerüstet. Und wer in Düsseldorf arbeitet, der wird gut ausgerüstet. Dankeschön. Würde die Fragen, wenn es jetzt, wie viele Fragen gibt es ungefähr, dann würde ich gucken, ob ich die erstmal sammle oder einfach direkt. Also ich möchte auch nochmal einhaken, weil ich höre das auch bei mir kommunal in der Politik immer. Unsere Feuerwehr ist ja gut ausgerüstet. Also der Elektriker-Geselle, der zum Kunden fährt, der braucht einen Schraubendreher und der braucht ein Auto, um dahin zu kommen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Also ich würde eigentlich das von der Politik ungerne noch weiter hören wollen, dass wir die Feuerwehren ausrüsten mit Fahrzeugen und mit entsprechender Schutzkleidung, weil das muss so sein. Vielen Dank. Herr Penkert, möchten Sie auf die erste Frage oder Herr Fritzen, vielleicht ergänzen Sie sich gegenseitig. Ja, Ich sage was zu den Grundlagen von der Landesseite her. Das darf kein Thema sein. Also das Thema Schutzkleidung. Schutzkleidung muss gestellt werden. Da gibt es auch keine Begründung für. Feuerwehr muss auch nicht dankbar sein, dass sie Schutzkleidung besitzt. Das ist, glaube ich, falsch verstanden worden gerade. Das ist nach meinem Kenntnisstand aber auch in Nordrhein-Westfalen nicht das große Problem. Aber auf der anderen Seite, eben Feuerwehr muss auch nicht versuchen in diesem Bereich und darf sich auch gar nicht in diesem Bereich dann am Ende da auf Sparmaßnahmen einlassen in die Diskussion. Was da erforderlich ist in dem Bereich, muss natürlich gestellt werden. Vielleicht Herr Fritzen noch mal aus der kommunalen Sicht. Ja, mir schoss so durch den Kopf, als der Kamerad Gurk die Frage gestellt hat. Die war ja provokant. Und ich glaube aber, das ist natürlich, wir sind im Brandschutz kommunal aufgestellt. Und wenn eine Brandschutzdezernentin mit Blick in ihre Feuerwehr zu Recht und zufrieden feststellt, die sind gut ausgestattet, dann ist das nicht die Aussage, so würde ich es auch nicht verstehen, dass das bei den anderen nicht ist, sondern erstmal eine Standortbestimmung, die, und jetzt kommen wir aber zu dem, und jetzt hat Herr Penkert auch recht, die nach meiner Wahrnehmung bei ganz vielen Gemeinden so zutrifft,
Aber genauso ehrlich ist es auch in Nordrhein-Westfalen bei nicht allen Gemeinden. Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen Gemeinden, wo die Freiwillige Feuerwehr selbst Ausrüstungsteile beschafft. Und da meine ich nicht die Spiel- und Spaßergänzungen, die man sich an den Helm klemmt, um noch eine Lampe zu haben, die nicht ex-geschützt ist, was uns gar nicht gefällt, sondern originäre Ausstattungsteile. Das gibt es auch in Nordrhein-Westfalen. Und das ist eigentlich etwas, da muss man einfach sagen, das müsste verboten sein. Und das darf kein Bitten der Feuerwehr sein, sondern das ist das Minimum. Ich möchte aber genauso provokant sagen, ganz überwiegend sehe ich es so, dass auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, was die persönliche Schutzausrüstung anbelangt, mittlerweile in Nordrhein-Westfalen gut durch ihre Gemeinden ausgestattet werden. Und im Großen und Ganzen kann man es, sag ich mal, auch bei den Fahrzeugen sehen. Das bedeutet aber, dass die Fahrzeuge, und ich sage gut ausgestattet, 20, 25 und in Teilen auch 30 Jahre fahren. Das muss die Politik auch mal wahrnehmen. Und wenn ein Fahrzeug 20 Jahre alt ist und der Wehrführer diskutiert, wann im Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung das Ersatzfahrzeug kommt, und man das dann unwillig diskutiert, dann ist der Punkt erreicht, wo es demotivierend ist. Wir gehen so sorgfältig mit unserem Gerät um, und das ist einfach das Wesen der Feuerwehr, dass uns das nicht auf der anderen Seite in den Nacken schlagen darf, sondern da muss eine Selbstverständlichkeit entwickelt werden. Und ich setze noch einen obendrauf zur Frage der Wahrnehmung des Ehrenamtes. Meine Wahrnehmung ist, dass die Freiwillige Feuerwehr in ganz vielen Bereichen so professionell auftritt, dass der Bürger gar nicht mehr kennt, dass es Freiwillige Feuerwehr ist. Ich erinnere mich vor 25, 30 Jahren. Ich gucke in die Runde und sehe Herr Dirks, den damaligen Vertreter in der Leitung der Feuerwehr Münster. Der hat die Zeiten noch erlebt, wo überlegt wurde und nicht überlegt wurde, wo tatsächlich die Türbeschriftung von Freiwillige Feuerwehr Münster auf Feuerwehr Münster geändert wurde. Und alle waren stolz, dass es so war, weil kein Unterschied mehr gemacht wurde zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Und wir überlegen uns im Moment, ob wir die Türbeschriftung Freiwillige Feuerwehr wieder dran machen, damit die Bevölkerung erkennt, dass es nicht Berufsfeuerwehr ist, sondern die nehmen das einfach wahr, wenn wir umgekehrt in den Stadtrat gehen und sagen, ja, Sie haben ja die Berufsfeuerwehr. Ne? Ich habe die doch noch gesehen, die waren letzte Nacht da bei dem Feuer. Ich sage, stimmt, da waren 10 Mann Berufsfeuerwehr und 30 Mann Freiwillige Feuerwehr. Es wird gar nicht mehr wahrgenommen. So professionell treten wir zum Teil auf und das schlägt uns dann auch in den Nacken. Also da muss viel kommuniziert werden und auf die Frage, nein, also ich denke, das hat Herr Penker doch gut beantwortet. Es gibt einen Anspruch auf gute Schutzkleidung und eine Gemeinde, die das nicht gewährt, die hat ein Organisationsverschulden zu vertreten. Wenn ich gerade gesagt habe, dass wir uns das auch leisten können, dann meinte ich nicht, dass es grundsätzlich eine entsprechende Ausrüstung und Fahrzeuge gibt. Das ist selbstverständlich. Aber man kann 20 Jahre alte Fahrzeuge haben oder 5 Jahre oder 10 Jahre alte Fahrzeuge. Und da sind wir stolz, dass wir sehr, sehr viel für unsere Freiwillige Feuerwehr tun können, auch für die Berufsfeuerwehr im Übrigen. Das ist ein ständiger Kampf mit dem Kämmerer. Und da muss man auch die anderen Kommunen ermutigen, auf der Fachschiene auch mal gegen den Kämmerer entsprechend zu kämpfen für die Feuerwehr. Das tue ich. Und insofern möchte ich das in dieser Weise verstanden wissen. Ich glaube auch, dass die Kollegen und Kolleginnen in anderen Kommunen das auch tun. Weiß ich nicht, aber das wäre ein Appell, das auf jeden Fall zu tun. Es lohnt sich. Dankeschön. Ich habe jetzt auch zwei weitere Fragen gesehen. Ja, keine genau. Frage. Brotesser, Deutsches Rotes Kreuz. Keine Frage, sondern eine Anmerkung. Ich stimme dem voll zu, was gesagt worden ist in Bezug auf die Ausstattung, sowohl was die persönliche Schutzausstattung angeht, als auch die Fahrzeuge. Ich möchte aber hier doch mal deutlich machen, dass der richtige Anspruch, der sowohl von Ihnen, Herr Fritzen, als auch von Ihnen, Herr Penkert, und Frau Stulgis hat es ja ebenso bestätigt, hier postuliert worden ist, bei den Hilfsorganisationen nicht in dieser Form umgesetzt wird. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, als dann, wenn die Hilfsorganisationen zum Beispiel Einsatzfahrzeuge des Bundes oder des Landes bekamen, selbstverständlich auch die Schutzbekleidung für die Einsatzkräfte auf diesen Fahrzeugen durch Bund und Land mitgeliefert und auch Ersatz beschafft wurden. Das wurde hinterher reduziert. Dann gab es noch eine Pauschale, mit der man dann möglicherweise eine Einsatzbekleidung reparieren und reinigen konnte. Seit einigen Jahren ist das nicht mehr so. Wir haben bei den Hilfsorganisationen, ich rede jetzt nur von den Einsatzeinheiten, also den Einheiten, die nach entsprechenden Vereinbarungen mit dem Land im Wesentlichen für die überörtliche Hilfe bereitgestellt werden, die natürlich für den alltäglichen Dienst auch zur Verfügung stehen und die ja auch, wenn ich jetzt auf den Sturm Ela zurückkomme, dort ganz umfangreich eingesetzt worden sind. Wir haben in Nordrhein-Westfalen etwa in den Einsatzeinheiten 14.500 Planstellen, die zu besetzen sind,
in der Doppelbesetzung. 14.500, knapp 15.000 sind es. Die Zahlen, die DLRG im Bereich der Wasserrettung hat, sind mir so nicht präsent. Also irgendwo reden wir über 15.000 Einsatzkräfte. Die Finanzverteilung sieht im Augenblick so aus, dass beim Sanitäts- und Betreuungsdienst etwa 50-50 dabei rausbrät. Also die Hälfte der Aufwendungen, investiven Aufwendungen und Ausbildungsaufwendungen für diese Einheiten werden durch die öffentliche Hand übernommen. Die andere Hälfte tragen die Hilfsorganisationen selbst. Bei der DLRG, bei der Wasserrettung, ist das Verhältnis noch deutlich ungünstiger. Das geht da nah an 100% heran, was die Organisationen tragen müssen. Das heißt also, die Organisationen müssen diese Aufwendungen mindestens zur Hälfte, aber zum Beispiel bei der Einsatzbekleidung durchgehend zu 100% selbst tragen. Wenn ich jetzt sehe, dass bei uns im Roten Kreuz etwa im Landesschnitt über den Daumen 4% der Bevölkerung Mitglied sind. Und ich mache es jetzt mal ganz simpel, alle Organisationen zusammen, kommen wir vielleicht auf 10% der Bevölkerung, die im Landesschnitt Mitglied bei den Hilfsorganisationen sind, dann tragen 10% der Bevölkerung mit ihren Mitgliedsbeiträgen 50% dieser Aufwendungen für den Bevölkerungsschutz, für die Gefahrenabwehr, die von den Hilfsorganisationen geleistet werden. Ich denke, das ist eine Frage, die man auch mal unter dem Gesichtspunkt der Überforderung bürgerschaftlichen Engagements im Portemonnaie überprüfen sollte. Wir reden von bürgerschaftlichem Engagement in der Hilfeleistung, in der Zeitspende. Wir reden hier aber auch von Leuten, die Geld zur Verfügung stellen als Beitragszahler in den Hilfsorganisationen, die hier also wirklich in dieser groben Näherung, die ich gebracht habe, etwa 50% dieser Aufwendungen, Einsatzbekleidung bei Fahrzeugen und Ausstattung, sieht es ein bisschen anders auf, aufbringen. Ich sage jetzt nicht, ich will jetzt auch die Finanzpolitiker im Land nicht überfordern, dass das alles ganz anders sein sollte und dass ähnlich wie bei den Feuerwehren diese Aufwendungen komplett durch die öffentliche Hand übernommen werden soll. Ich lebe ja nicht im luftleeren Raum. Aber es wäre vielleicht auch mal ganz hilfreich, wenn seitens der Politik deutlich gemacht würde, dass auch die Geldspende, auch die Mitgliedschaft in einer der im Bevölkerungsschutz mitwirkenden Organisationen ein ganz essentieller Punkt ist, der dazu dient, die Sicherheit in unserem Land mehr zu gewährleisten. Und wenn dann tatsächlich irgendwo im Landeshaushalt 2020, wenn wir die große Hürde erreicht haben, auch noch mal Geld übrig bleibt, dann wäre es doppelt schön. Aber alleine eine Motivation, auch den Leuten zu sagen, auch dadurch, dass ihr Geld als Mitglieder der Freiwilligen Hilfsorganisationen zur Verfügung stellt, fördert ihr den Bevölkerungsschutz, fördert ihr die Sicherheit im Lande, wäre das sehr hilfreich. Vielleicht wäre das, Herr Penkert, etwas, was man im Anschluss an Feuerwehrensache vielleicht auch mal ins Gespräch hereinbringen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Anmerkung. Ich denke, das wird von seitens der Politik auf jeden Fall als Anmerkung mitgenommen. Ich sehe Frau Schäfer eifrig nicken und mitschreiben. Sie hat in ihrem Rücken die ganze Zeit eifrigst mitgeschrieben. Ich hätte da mal eine Anmerkung. Ich war jetzt am Wochenende zu einer Veranstaltung, Ehrenamtspreis Kreis Düren, und durfte da mal dran teilnehmen, weil es alles für ein Ehrenamt gibt. Also da hat die Sprache verschlagen, weil es alles unter Ehrenamt läuft. Da wurde unter anderem im Kreis Düren eine Löschgruppe ausgezeichnet. Und ich sage das jetzt ganz langsam. Die haben ihr eigenes Gerät ausgebaut, ohne Zuschüsse, für 326.000 Euro. Die haben dafür auch den Ehrenamtspreis bekommen. Da habe ich mir gedacht, hallo, in welcher Welt leben wir denn jetzt hier? Die Leute sind stolz auf ihr Haus, gar keine Frage. Ich wäre da auch super stolz drauf. Aber wie weit sind wir denn gekommen, dass sich Leute ihr Gerät auch selber bauen müssen, aber bekommen dann einen Ehrenamtspreis mit 250 Euro dotiert. Nur mal so zum Nachdenken, das kann nicht sein. Die nächste Frage ist, und das ist auch ganz klar an die Politik gerichtet, wurde mal ganz kurz angesprochen, bitte das Ehrenamt doch zu fördern, entweder mit einer steuerlichen Entlastung oder mit einer Rente, was auch mal angesprochen wurde, hatte ich mal in der Zeitung gelesen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe zwischen 800 und 1000 Stunden im Jahr fürs THW. Das ist auch meine Lebensarbeitszeit, dass das mal bitte ganz klar an die Politik gerichtet ist, ob man nicht da irgendwas tun kann. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Fritzen, Sie hatten sofort gesagt.
Genau, ich lasse Sie erst alle klopfen, denn er hat absolut recht mit seiner Anmerkung, und zwar in beiden Punkten. Zunächst einmal zum Selbstbauen des Feuerwehrgerätehauses. Das ist kein Einzelfall, sondern das ist ganz breit. Und es geht so weit, dass in einzelnen Kommunen mit dem Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr kalkuliert wird. Das heißt also, es wird ein Gerätehaus durchkalkuliert, dann stehen die Preise fest, und bevor dann der Bau- oder Errichtungsbeschluss getroffen wird, dann wird auch seitens der Finanzverwaltung innerhalb der Kommune gefragt, so, und was übernehmt ihr davon? Und ich halte das für sehr bedenklich, dass so gedacht wird. Zunächst einmal nach hinten gesprungen. Es ist nicht schlimm, wenn eine Einheit der Feuerwehr selbst mit anpackt. Und wenn man mal überlegt, ich habe noch nie gesehen, dass ein Feuerwehrgerätehaus durch ein Umzugsunternehmen umgezogen wurde. Wenn die Verwaltung umzieht, ein Amt nach links, nach rechts, dann kommt ein Umzugsunternehmen. Ich sage mal, da braucht keiner anzupacken, bei der Freiwilligen Feuerwehr selbstverständlich. Außerdem alle finnisch arbeiten und das kleine Extra, was ein Feuerwehrgerätehaus dann doch noch zu einem Ort gemütlichen Aufenthalts macht, das wird sowieso alles von den Ehrenamtlichen selber anschließend in eigener Arbeit gemacht. Aber ein reguläres Gewerk den Ehrenamtlichen aufzubürden, das finde ich unanständig. Und aber diese Gedanken laufen, und nicht nur dort in Düren bei dieser Feuerwehr. Was steckt dahinter? Was ist das Motiv? Ganz viele in der Politik und, was mich mehr ärgert, in der Verwaltung, sehen die Freiwillige Feuerwehr wie einen Verein unter vielen. Und wenn die sagen, wir geben dem Sportverein einen Zuschuss zu seinem Sportlerheim, dann sehen die auch nicht ein, warum sie das Feuerwehrgerätehaus komplett bauen sollen, weil es ja genauso ein Verein wie die anderen auch. Und wenn man mal in die politischen Parteien hineinschaut, dann wird Freiwillige Feuerwehr ganz oft so in dieses eigentlich stramm bürgerliche Lager gepackt. Das ist Schützenverein und Feuerwehr, das ist alles eins. Und da wird völlig ausgeblendet, dass es eine kommunale Pflichtaufgabe ist, und der eigentliche Beitrag der ist, dass die Leute nachts dahin rennen, von dort aus ausrücken und den Job machen. Und dann müssen sie nicht noch erwartungsgemäß Beiträge leisten. Wenn dann eine Freiwillige Feuerwehr ihren Beitrag als Add-on leistet, ist das vollkommen in Ordnung. Also insofern, das haben Sie richtig erkannt. Ich finde es total gut, dass das vom THW von außen so gesehen wurde und dass Sie mit dem Kopf schütteln. Ich schüttel da auch. Und dann würde ich gleich noch was zur Feuerwehrrente sagen, wenn gewünscht. Aber Sie... Ich muss da eine Sache klarstellen. Also ich habe selber 28 Jahre Feuerwehr hinter mir. Ich kenne also rote und blaue Autos. Wunderbar. Und ich finde das auch klasse, diese Eigenleistung. Geht ja gar nicht anders. Und wie gesagt, ich habe bewusst Kreisdüren gesagt, weil ich ja auch jetzt keine Feuerwehreinheit da irgendwie in Misskredit führen möchte. Das sollte also nur ein Beispiel sein. Also einer, der TC mitschreibt, ich habe also keine Namen genannt, weil ich möchte da auch nicht, dass irgendjemand Ärger bekommt. Ja, ich möchte das nur als allgemeines Ding nennen, was einfach nicht geht, ganz klar. Möchten Sie noch was? Ich sehe einen Insider, der sich auch noch gemeldet hat, bevor wir zur Rente kommen. Genau. Herr Wernsmann, glaube ich, zum Gerätehaus. Ne? Ja, genau. Das ist einfach noch mehrere Meldungen, genau. Also ich würde gleich noch mal kurz sammeln. Also ich habe ja noch insgesamt, ich sehe, glaube ich, noch drei Meldungen jetzt und würde vielleicht diese drei Fragen noch sammeln und dass Sie dann noch eine Beantwortungsrunde dazu machen können. Ja, nur ein ganz kurzer Hinweis dazu, diese genau zu dem Gerätehaus-Thema, das ist manchmal, glaube ich, auch einfach ein Missverständnis oder falsches Einschätzen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch in den nächsten Jahren zwei Gerätehäuser richten möchten, und der eine Beschluss wurde gefasst, und da kam die führende Fraktion bei uns im Rat auch auf die Idee, die Feuerwehr könne ja wohl selber pflastern, und das hat der Löschschuhführer sehr schön gekontert. Er hat gesagt, wir pflastern das gerne mit der gleichen Personalstärke, in der ihr zum Pflastern bei uns auch auflauft. Damit war das Thema dann deutlich erledigt, und weil das einfach nicht richtig gesehen wird, und mein Bürgermeister, zu dem ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis pflege, hat uns auch mal auf einer Sitzung mit dem Schützenverein verglichen, wir machen ja auch da viel und für den Reiterverein und für euch, und da habe ich gesagt, stopp, da gibt es einen Unterschied, wir können das Weihnachten, erster Weihnachtstag, mittags 12 Uhr, wir brauchen nur auf den Knopf drücken, sind 100 Leute da, das kann dein Schützenverein aber nicht. Da war auch das Thema durch. Da muss man dann vielleicht auch einfach denen nochmal zeigen, wo so die Unterschiede sind zwischen den Vereinen. Die Feuerwehr ist da nicht der Verein oder das DRK, da sind wir dann doch, wie es gesagt wurde, Hilfsorganisation, und stehen dann auch zu Zeiten zur Verfügung, wo die anderen nicht da sind. Das passt sogar zum Thema deswegen. Danke für die Ergänzung noch einmal. Sie hier links. In der Arbeitsgruppe vorhin schon mal gesagt und in dem Workshop schon gesagt, dass diese Sache mit der Feuerwehrensache, wie sie denn auch in der Vereinbarung festgelegt ist, dass man daraus ja auch die anderen Hilfsorganisationen profitieren lassen sollte.
Wenn also da mal ein Ergebnis ist, also mich persönlich ärgert das, dass da nicht auch die anderen Hilfsorganisationen wenigstens mit ein, zwei Leuten drin vertreten gewesen wären. Denn die Nachwuchssorgen hat nicht nur die Feuerwehr, sondern haben alle Hilfsorganisationen, wo ich uns, die DLRG, noch ein bisschen außen vor setzen kann, weil wir ja schon im Kindergarten anfangen und über die Jugend dann unseren Nachwuchs fördern können und auch sehr gut fördern können. Aber das stört mich, bin ich ganz ehrlich, denn da wird Geld in die Hand genommen, was vielleicht an anderer Stelle gebraucht werden kann. Denn das, was wir ehrenamtlich leisten können in unseren Hilfsorganisationen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass die Feuerwehr das, wenn sie sich selbst zusammensetzt, auch meistern kann und dass da nicht unbedingt ein Landesprojekt daraus entstehen muss. Also wie gesagt, ich hoffe wenigstens, dass die Ergebnisse, wenn sie denn vorliegen, uns dann auch mal präsentiert werden oder auch einmal eine Zwischenpräsentation stattfindet, dass auch wir unsere Anregungen da vielleicht noch mit reinbringen können. Denn wir schaffen das. Zu dem Feuerwehrgerätehaus kann ich nur sagen, dass die DLRG grundsätzlich nur auf Spendenebene und auf das, was die Kommune ihnen gibt, solche Häuser baut und auch ihre Materialien beschafft. Aber das ist unser Problem. Wir sind damals so angefangen und so werden wir es auch weiter durchziehen. Wir werden ehrenamtlich und versuchen alles selber hinzubekommen, soweit wie es möglich ist. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Penkert kann sicherlich gleich noch kurz dazu stellen. Ich würde noch kurz die eine Frage sammeln. Wenn Sie hatten sich eben noch gemeldet. Ja, wenn wir einen Knackpunkt ausdifferenziert haben, dann sollten wir auch ansprechen. Ich kann nur noch mal auf die Aussagen von Herrn Fritzen zurückkommen. Ist die Wertschätzung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in dem Bereich Rettungsdienst, Brandschutz und Katastrophenschutz. Wir können es uns nicht leisten, sowas nach Kassenlage zu machen. Durch das kommunale Satzungsrecht kann ja jeder Stadtrat im Grunde genommen darauf eingreifen. Aber ich darf daran erinnern, dass die meisten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen unter Haushaltssicherung stellen. So, und da warte ich dann, da sind wir auf der politischen Ebene, dass es hier Vorgaben gibt, die wir einzuhalten haben hinsichtlich Ausrüstung, Ausstattung und auch Ausrückezeiten. Sonst kommt jeder auf die Idee, hier könnte es 2 Minuten mehr sein, hier ist der Raummultiplikator für die Unterbringung von irgendwelchen Spinnen, können wir verdichten. Oder ihr müsst eben die Sachen selber machen. Es kann eben nicht jede Gemeinde oder jede ehrenamtliche Organisation, beispielsweise wie der Kollege vom THW gesagt hat, das selber leisten. Denn je nachdem, wie er beruflich gefördert ist, kann er sich überlegen, Ausbildung einsetzen oder pflastern. So, und dann müssen wir uns die Punkte klar ansprechen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir sagen, dann ist die Unterschiede zwischen den Ländern, Städten und Kommunen hier völlig unterschiedlich. Und da kann das Land eingreifen, indem es Studien und Standards entwickelt, was letztendlich zu leisten ist. Das geht. Das machen uns andere Länder in der Welt vor, wo man da also auch klassifizieren kann. Das wäre ein Punkt, was die Politik mitnehmen kann, dass dann kommunal das entsprechend umgesetzt wird. Das macht dann jeder, wie er will. Aber dass er zumindest die Mindeststandards erreicht. Danke. Danke Ihnen. Herr Penkert, möchten Sie beginnen mit Feuerwehrensache? Ja, Feuerwehrensache. Wir haben zum Glück in Nordrhein-Westfalen ja auch eine Gewaltenteilung und aus dem Parlament von den Fraktionen in dem Koalitionsvertrag wurde festgelegt, dass das ein Projekt der Feuerwehren ist. Also das ist nicht im Innenministerium der Feuerwehr zugeschoben worden, sondern das ist von der Politik uns als Auftrag gegeben worden. Sicherlich würde ich in meiner Rolle auch der Politik empfehlen, wenn wir vielleicht mal über die nächste Legislatur nachdenken, das Projekt macht einfach Sinn, wenn man das auch ausdehnt. Und die Probleme sind so eng beieinander. Ich habe das zur Kenntnis genommen, dass es so ist. Ich weiß auch nicht, warum das so formuliert worden ist. Man könnte das auch anders machen und das wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Herr Fritzen, Sie wollten noch was zur Feuerwehrrente sagen? Oder? Das war, glaube ich, jetzt schon ein Thema, was mehrfach angesprochen wurde. Ich dachte, ich hätte mich hinter der Interimsdiskussion verstecken können jetzt. Ne? Also ich persönlich halte die Rente für eine gute Sache. Das ist vorhin angesprochen worden, ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam. Ich finde also, denn in dem Workshop zum Ehrenamt ist sehr treffend gesagt worden, die Erhöhung der Übungsleiterpauschale erreicht 90% der Feuerwehrleute und der Ehrenamtlichen überhaupt nicht, weil wir alle komplett unentgeltlich arbeiten. Es gibt keine Aufwandsentschädigung. Es gibt in manchen Gemeinden dann Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Wehrführer, Löschzuführer, meistens aber so moderat, dass sie nicht wirklich ins Gewicht fällt. Beispiel, mein Sohn trainiert eine E-Jugend im örtlichen Sportverein und kriegt eine höhere Vergütung als der örtliche Löschzuführer, ne? Dessen Vergütung ich festlege. Ne? Das nur, ne? Das muss ich nur sagen. Ich wundere mich nur, was an anderen Ecken so gezahlt wird und dann, sag ich mal, dass auch alles noch unter Ehrenamt gefasst wird. Da hatten Sie ja auch gesagt, man
wundert sich dann manchmal. Und trotzdem finde ich es toll, dass die E-Jugend von jungen Männern da gefördert wird. Alles gut. Nur da merke ich selber so in meinem eigenen Haushalt, dass da eigentlich eine Schieflage ist. Aber bei der Feuerwehr, sag ich mal, das Geld ist es ja nicht, sondern das Geld ist wirklich nur eine Entschädigung, dass man nicht auch noch selber oben drauf zahlt. Zurück also zur Rente. Ich halte die Rente für einen guten Gedanken, der dieses ehrenamtliche Engagement nun wirklich mal abbildet und abbilden würde. Ich weiß aber, dass die Szene sehr heterogen darüber diskutiert. Es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, die sagen, diese Rente führt zu falschem Ehrgeiz und führt, sag ich mal, zu Missgunst und Ähnlichem. Sei es drum. Wir haben in Münster, persönlich habe ich keine Erfahrung damit. Ich sage aber, wir haben ein Projekt Ehrenamtsförderung in der Feuerwehr und Klammer in einer zweiten Stufe der übrigen Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aufgelegt. Und da steht die Feuerwehrrente zur Diskussion in einer der nächsten Diskussionsschritte. Ich persönlich finde das einen sehr adäquaten Weg, um Ehrenamt zu honorieren. So muss man sagen, über die Lebensarbeitszeit, das war auch vorhin in dem Workshop mal kurz angesprochen worden, das wird schwierig, weil bei dem Stundenengagement, was Sie haben, könnten Sie keinen Hauptberuf mehr ausüben. Ne, da wäre die Frage der Entlohnung zu stellen, dann grundsätzlich ist auch das eine super Idee, aber die halte ich für noch etwas schwieriger erreichbar. Das heißt also, die Rente ist für mich persönlich eine tolle Sache. Ich sage aber ausdrücklich, dass ich da nicht für die Feuerwehren in NRW sprechen kann. Die Meinung dazu ist heterogen. Dankeschön. Ich glaube, wir haben die Ist-Situation recht gut beleuchtet, nicht nur jetzt in der Fragerunde, sondern auch die Problemanalyse, die Probleme liegen auf dem Tisch, wurden mitgenommen von der Politik, von den Mitgliedern des Innenausschusses. In den Keynotes immer, ja klar, wir müssen das Ehrenamt fördern. Da wird auch keiner irgendwo widersprechen. Klar kann man fragen, was genau ist die Förderung, wie wird es oder was ist, welche Form des Ehrenamtes. Aber wenn wir mal weggehen von dieser Frage in Sonntagsreden, wir wollen das Ehrenamt fördern, in welche konkreten Lösungsansätze gibt es denn jetzt wirklich? Mal, wie der Norddeutsche sagen würde, Butter bei die Fische. Wie geht es jetzt, kann es jetzt konkret werden, damit wir nicht nur hier alle nickend rausgehen und sagen, ja, das ist unser Problem und wir alle wollen das fördern und wir alle stimmen zu, dass wir da was tun müssen. Frau Stulgis, vielleicht an Sie die Frage, wenn wir auf der kommunalen Ebene beginnen, was erwarten die Kommunen konkret vom Land? Also welche Forderungen gäbe es da an die Landespolitik? Und auch nochmal an Sie als Grüne die Frage, wie ist vielleicht bei diesem Thema eine politische Sensibilisierung möglich? Denn wir haben ja bisher gemerkt, das Thema ist einfach kein direkt parteipolitisches Thema. Es ist, wie kann man das vielleicht schaffen? Und was könnten auch Grüne zu einem Katastrophenschutz beitragen? Drei Fragen eigentlich in einer formuliert. Ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an. Was könnte das Land tun? Hier sind zwei Dinge auch schon genannt worden. Einmal eine Aufwandsentschädigung, insbesondere bei vorgeplanten Hilfeleistungen, wie beispielsweise Magdeburg, die Flutkatastrophe in Magdeburg. Da weiß man vorher, man wird angefordert, oder das Ehrenamt wird angefordert, fährt hin, da gibt es keine Aufwandsentschädigung. Das halte ich für nicht richtig. Das ist wirklich gar keine Wertschätzung. Da müsste sich im Land auch etwas mal ändern. Das andere ist, ich weiß jetzt nicht, ob das Land da der richtige Ansprechpartner ist. Ich meine aber ja, wir haben das Rentenmodell als Versicherungsmodell oder wie auch immer angesprochen. Da wäre es schon sinnvoll, wenn das Land unterstützend tätig werden könnte, sodass die Kommunen dann vielleicht mit einem gewissen Eigenanteil ein solches Modell finanzieren könnten. Die beiden Dinge, denke ich, sind schon wichtig, zu einer größeren Wertschätzung des Ehrenamtes zu kommen. Ja, und wenn wir sagen, wir wollen zukunftsfähig auch die Struktur Ehrenamt erhalten, dann ist es noch wichtiger. Ja, so, das ist das eine. Und warum das so wichtig ist, wir wissen alle, dass wir den Klimawandel, dass wir schon im Begriff sind, den Klimawandel zu haben. Die häufigeren Flutkatastrophen und die zahlreichen Stürme, davon hat uns jetzt eben hier in der Region Ela erreicht, gibt aber noch viel mehr, die zeigen, dass es durchaus kleinere und größere Katastrophen geben wird, wo wir
das gesamte Ehrenamt benötigen, um diese Katastrophe nicht noch größer werden zu lassen, also um die Schäden entsprechend zu beseitigen. Ich glaube, das ist noch nicht in den Köpfen angekommen, dass es zunehmend wichtiger wird, im Rahmen des Katastrophenschutzes entsprechende Freiwillige zu haben. Nicht nur Freiwillige Feuerwehr, auch THW und andere Hilfsorganisationen sind da einfach im Zusammenspiel gefragt. Und ich meine, in diese Richtung sollte man mehr sensibilisieren, und Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, das sind ja Schlagworte, die sicherlich auch grün sind, aber die alle Parteien angehen. Da müsste man, und wenn nur die Initialzündung von den Grünen käme, ist es ja auch gut, das ein bisschen breiter zu fächern, diese Sensibilisierung, dass wir trotz Klimaanpassung Katastrophen einfach haben werden zukünftig und dass es deswegen wichtig ist, das Ehrenamt zu fördern, und zwar jetzt beginnend. Dankeschön. Ich würde den Ball weitergeben an Sie, Herrn Penkert, und fragen, wir haben ganz viel jetzt von dem Spagat zwischen Ehrenamt und Hauptberuf gehört, der eben in es kam immer wieder auf. Welche, gibt es konkrete Lösungen im Institut der Feuerwehr, in der Ausbildung, das ja ein ganz zentraler Punkt war, der immer wieder genannt wurde, Ausbildung? Können Sie da irgendwas etwas zu sagen zur Vereinbarkeit von Hauptberuf und Ehrenamt in der Ausbildung? Ja, klar kann ich das. Mache ich auch gerne. Am Institut der Feuerwehr, und das ist erstmal schon mal ganz schön, findet die Ausbildung gemeinsam statt. Freiwillige und Berufsfeuerwehr, hauptberuflich Tätige, gehen gemeinsam. Viele Lehrgänge werden auch gemeinsam belegt. Da findet keine Differenzierung statt. Es ist wichtig für dieses gemeinsame Systemverständnis, um auch am Ende im Einsatz gemeinsam arbeiten zu können. Ganz konkret kommen noch Schritte in der nächsten Zeit. Wir sind jetzt, haben begonnen, ein neues Stabsgebäude zu errichten. Und das ist ein Anliegen hier des Innenressorts. Wir wollen die Führungsstäbe, also die taktisch-operativen Stäbe, die zur Großschadens-, zur Katastrophenbewältigung im Land aufgestellt sind, besser trainieren. Und bisher bilden wir bei uns im Haus nur die Feuerwehrangehörigen aus, die in diesem Teil arbeiten. Unser Ziel ist, wenn das Gebäude fertiggestellt wird, das wird im Jahr 16 sein, nach den aktuellen Planungen, gemeinsame Trainings und im großen Umfang auch diese Trainings anzubieten, um dann alle diejenigen, die in diesen Stäben sitzen, da sind die Hilfsorganisationen nämlich genau dabei, und das ist mir ganz wichtig, es ist auch die Polizei dabei, da sind die dabei, die wirklich die Probleme in echt bewältigen müssen, dass wir die regelmäßig und systematisch schulen können. Da bin ich sehr zuversichtlich, das finde ich ist ein großer Schritt nach vorne. Aber das ist mir wichtig, und das hoffe ich auch, dass wir das dann zeitgerecht umsetzen können. Ein ganz zweiter, großer, wichtiger Punkt, ein Anliegen, das mir mit der Übernahme der Aufgabe auch natürlich wieder begegnet ist. Wir haben ein Defizit zwischen der Bedarfsdeckung und der Nachfrage nach Ausbildungsangebot am Institut der Feuerwehr. Dem Thema hat sich der Innenausschuss angenommen. Und wir befinden uns derzeit in einer großen Organisationsüberprüfung. Zum einen wird strukturiert analysiert durch ein externes Gutachterbüro, wie ist der Bedarf an Ausbildung am Institut der Feuerwehr für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen, weil diese Zahlen sind sehr diffus und sind sie eigentlich schon immer. Es gibt eine Fraktion, die sagt, ja, das war auch in den letzten 20 Jahren so. Das Feuerwehrwesen lebt bis heute, also ist das nicht so schlimm, wenn man das nicht weiß. Ich persönlich vertrete eine andere Auffassung. Ich sage, wir müssen da Klarheit und Transparenz hereinbringen. Und darauf, wenn dieser erste Schritt, und ich hoffe, zum vierten Quartal soll der erfolgt sein, dann ist das Volumen an Ausbildungsbedarf einmal definiert für die Feuerwehren. Und dann soll im zweiten Schritt auch die Aufbau- und Ablauforganisation des Instituts der Feuerwehr angepasst werden und optimiert werden. Und ich hoffe dann schon, dass wir, und das ist für mich konkrete Ehrenamtsförderung, dass dann auch ein Ehrenamtler, der zur Führungsausbildung kommen will, auch einen Lehrgangsplatz bekommt. Und es kann nicht sein, dass man da 3 oder 5 Jahre drauf warten muss. Und das wünsche ich mir, dass wir da einen ganzen Schritt nach vorne kommen. Auf der einen Seite haben wir dann also die gut ausgebildeten Ehrenamtler, hoffentlich gut ausgebildeten Ehrenamtler. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder, ich glaube, der Punkt ist bisher zumindest im großen Plenum noch nicht benannt worden, die ganz spontane Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern im Katastrophenfall. Herr Schlewinski, Dr. Schlewinski, an Sie die Frage, wenn
Kann solche spontane Mithilfe die Bindung von Mitgliedern ersetzen, die langfristige Bindung von Mitgliedern ersetzen? Und wie geht das THW damit um? Also ich sehe immer noch, habe noch die Bilder vom Hochwasser 2013 im Kopf an der Elbe, wo spontan über Facebook sich über das Web 2.0 verschiedene Helferinnen und Helfer gefunden haben, die sich selber organisiert haben und dann in den Osten gefahren sind, um zu helfen. Wie geht das THW mit dieser Ressource? Ist es eine Ressource für Sie und wie gehen Sie damit um? Ja, eine klare Frage, klare Antwort. Diese Spontanhelfer können die langfristigen Helfer nicht ersetzen. Ich will das auch begründen. Jetzt kommt der Jurist in mir durch. Also die Tätigkeit in den Hilfsorganisationen Feuerwehr, THW ist eine gefahrgeneigte Tätigkeit. Und oftmals kommen eben auch die Helfer in gefährliche Situationen, müssen gefährliche Arbeiten ausführen, die für sie selbst gefährlich sind, manchmal auch für Dritte gefährlich sind. Und dafür ist einfach eine wirklich umfassende Ausbildung und ein umfassendes Training nötig. Also Ersatz funktioniert überhaupt nicht. Aber dennoch ist es natürlich erfreulich zu sehen, dass es doch viele Menschen gibt, die helfen wollen. Und es widerspricht ja so ein bisschen dem Klischee, das man manchmal so hat, jeder guckt nur noch auf sich selbst und tut nichts mehr für anderen. Dass das nicht so ist, ist schön. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn diese Menschen auch sagen würden, ich will auch doch vielleicht etwas kontinuierlicher helfen und sie in Organisationen tätig werden. Und ganz besonders würden wir uns natürlich freuen, wenn sie im THW tätig werden. Wir sehen allerdings auch durchaus eine Chance darin, dass man auch auf diese Weise einfach mal Menschen interessieren kann, sich noch intensiver zu engagieren in Organisationen. Dass das ein erster Schritt ist, dass sie sich dann vielleicht dafür interessieren, was wird da eigentlich gemacht und wie kann ich mich da noch viel besser einbringen. Aber selbst wenn man dieses Ziel nicht in allen Fällen oder vielleicht nur in wenigen Fällen erreicht, kann eine solche Spontanhilfe durchaus auch mal nützlich sein. Aber da muss man sehr genau differenzieren. Es gibt Tätigkeiten im Bereich, wo nicht unmittelbar Gefahren drohen. Da kann man sicherlich solche Menschen auch gerne zur Hilfe einsetzen. Oder in Situationen, wo die Gefahrenabwehrbehörden eigentlich gar nicht mehr tätig werden oder die Institutionen, wo es darum geht, den Bürgern dann zu helfen, den Leuten, deren Häuser, deren Wohnungen verwüstet worden sind. Das sind so Bereiche, da kann ich mir das gut vorstellen. Und man muss dann natürlich sehen, wo sind da die Grenzen. Und man muss sich Dinge überlegen, wie binde ich solche Spontanhelfer ein, sodass es Sinn macht. Und dafür gibt es jetzt gar keine so einfache Lösung. Wir könnten es uns als THW natürlich da erstmal ganz einfach machen und sagen, ja, die wollen ja nicht dem THW helfen, die wollen den Betroffenen helfen und dann sind dafür zuständig die Gefahrenabwehrbehörden. Aber das wäre, glaube ich, zu einfach. Und wir überlegen uns im Moment, was kann man wirklich tun, um diesem Willen helfen zu wollen, gerecht zu werden, andererseits aber niemand in Gefahr bringen. Und da haben wir im THW jetzt auch einen Arbeitskreis gebildet, der sich jetzt Gedanken darüber macht, wie kann man das sinnvollerweise gestalten. Wo sind wirklich die Grenzen, wo ist die linke, rechte Grenze und wo ist sowas ohne weiteres auch möglich? Ein Beispiel habe ich genannt, Tätigkeit nach dem wirklichen gefahrgeneigten Einsatz oder auch Tätigkeit im rückwärtigen Raum, um es mal konkret zu sagen, Sandsäcke zu füllen, Sandsäcke zu transportieren. Aber auch das geht nicht so ganz ohne Anleitung, weil es ist eben auch wichtig, bleiben wir beim Sandsack, dass dieser wirklich richtig gefüllt wird, dass nicht zu wenig drin ist, sonst gerät das ganze Werk hinterher wieder in Gefahr. Also man muss dann Leute haben, die auch für die Spontanhelfer noch eine gewisse Anleitung geben und sie auch schützen. Das erarbeiten wir im Moment. Zustimmung von allen Seiten. Ich sehe auch, Herr Fritzen, wenn wir jetzt wieder von den spontanen Helfern, von den nicht ausgebildeten Spontanhelfern weggehen,
hin zum Ehrenamt. Brauchen wir jetzt mehr Ehrenamt oder brauchen wir es nicht? Und die Frage, oder brauchen wir vielleicht, wenn eine Art ehrlich machen bezüglich der Sicherheit vor Ort? Das heißt, liegt es auch in der Verantwortung des Staates zu sagen, gut, dann können wir diese Fristen eben nicht mehr halten. Und ist, auch wenn es der Politik schwerfällt, sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht alles so sicher ist, wie wir das gerne hätten oder wie es auch politisch wünschenswert wäre, ist da eine Anpassung von Hilfsfristen sinnvoll oder einfach ein Ehrlichmachen? Ja, ich glaube, Sie haben selber die Lösung und die Antwort zum Teil schon gegeben. Ehrlich machen. Das Erste ist, was nicht geht, geht nicht. Aber es muss jeder wissen und es muss eine Vereinbarung darüber geben. Im Augenblick erlebe ich es auch in anderen Bereichen der Verwaltung, dass Politik nach entsprechenden Ereignissen sehr schnell geneigt ist, Gesetze, Vorgaben zu machen und sagen, da müssen wir dran, das muss besser werden. Und im Verlauf von Jahren schwindet diese Sensibilität dafür und dann schlägt das sogar so weit um, dass die Gesetze, die die Politik auf Landesebene gemacht hat, Politiker der gleichen Parteien, aber kann man keine Differenzierung machen, lokal Druck ausüben auf Verwaltung, genau diese Gesetze eben ein klein wenig flexibel auszulegen. Und das ist unehrlich. Wenn wir es uns nicht mehr leisten können, das Schutzniveau, dann muss man es auch klar sagen. Ein Beispiel dafür sind in meinen Augen unsere niederländischen Nachbarn, die eine wesentlich ehrlichere, fast schonungslose Risikokommunikation haben. Da kann jeder im Internet nachgucken, wo der nächste Störfallbetrieb ist, was hat er gelagert, warum ist der Störfallbetrieb, wie ist die Berechnung, wann bin ich tot. Das kann man alles ausrechnen und kann gucken. Und die Niederländer haben nur noch überlegt, ob sie das so weiterführen, vor dem Hintergrund kein Betriebshandbuch für verkappte Terroristen zu machen. Vor diesem Hintergrund überlegen sie tatsächlich, ob das wirklich Bestand haben kann. Ansonsten haben sie aber in ihrer eigenen Bevölkerung eine hemmungslose Risikokommunikation. Die holländischen Nachbarn haben auch in den letzten Jahren Strukturen zurückgefahren. Allerdings auch, das sagt man ehrlich, nicht nur, sag ich mal, mit Zustimmung auch derjenigen, die Fachleute und Insider sind. Aber das mal so am Rande. Heißt also zurück, ehrlich ist schon mal auf jeden Fall der Anfang. Und das muss dann der Bevölkerung auch sagen. Es nützt nichts, wenn man der Bevölkerung sagt, wir haben eine super ausgerüstete Feuerwehr. Das stimmt ja sogar ganz oft. Das nützt aber nichts, wenn keiner mehr drauf sitzt auf diesen Autos. Ne? So, und damit gehört ehrlich dazu, es ist nicht so wichtig, wie neu ein Feuerwehrauto ist, sondern es ist viel wichtiger, wie viele Leute sitzen da drauf, wie sind die ausgebildet und wie schnell sind die an der Einsatzstelle. Und wenn das mal nicht den idealen Werten entspricht, dann ist das kein Indiz für eine schlechte Feuerwehr, das ist allenfalls ein Indiz für die Randbedingungen, unter denen man einen optimalen Dienst nur leisten kann. Und das gehört ehrlich in eine Stadt rein. Und wenn ich eine Quote von U3-Betreuung habe, dann muss ich genauso über Hilfsfristen offen kommunizieren und zwar ehrlich kommunizieren. Und dann werden wir im Übrigen auch merken, dass die Bevölkerung vielleicht andere politische Schwerpunkte hat. Das Thema Sicherheit wird deswegen nicht diskutiert, weil es immer als gut und passend dargestellt wird. Wüsste die Bevölkerung darum, wie es in manchen aussieht, würden auch kommunalpolitisch andere Schwerpunkte gesetzt werden können. Geht im Moment gar nicht, weil alle glauben, bei uns wäre alles in Ordnung. Insofern ist also ehrlicher genau das richtige Stichwort. Und was nicht geht, geht nicht. Ich möchte anknüpfen an diese kleine Gemeinde, die für eine Staffel rund um die Uhr 30 Stellen schaffen muss. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt Gemeinden, wenn man da in den Stellenplan dieser Gemeinde guckt, dann weiß man, 30 Stellen für eine hauptamtliche Feuerwehr geht nicht. Mindestens müssen die ehrlich sein. Aber vielleicht ist es viel billiger, kreativ zu sein. Die haben in ihrer Stadtverwaltung mindestens 30 städtische Angestellte. Ja, hallo, warum sind die nicht bei der Feuerwehr? Wir müssen mal anfangen, in die Stellenbeschreibung kommunalpolitischer Arbeitsplätze die Mitwirkung im Brandschutz reinzuschreiben. Und wenn die mal mitgewirkt haben, ich hatte mit einem Kameraden in der Pause Kontakt, der hat so ein Rathaus-MTW, ich weiß nicht, ist er noch da vorne, ist er noch im Saal. Ne? Ich habe das ja nur halt mitbekommen, da kam ich nach, hier ist ja eine super Sache. Und einige von denen man die Mitwirkung im Brandschutz in die Stellenbeschreibung schreibt, die kommen darüber zur Freiwilligen Feuerwehr. Das Erste würde ich gar nicht Ehrenamt oder freiwillige Feuerwehr nennen. Nein, das gehört einfach zum Auftrag eines kommunalpolitischen Bediensteten. Ja, und dann ist die Stadtkasse eben zu, wenn es brennt. Ne? Das ist doch nicht schlimm. Ne? Es ist viel schlimmer, wenn keiner kommt. Und es ist viel teurer, wenn man 30 Leute beschäftigen muss, um 6 Mann rauszukriegen. Wäre doch viel schöner, wir schreiben das rein. Achtung, Falltür. Was ist das Problem? Sie müssen die Mitwirkung in der Gefahrenabwehr neben Gleichstellung, Migration, Integration und Inklusion stellen. Und da sind wir wieder bei ehrlich.
Sie müssen ehrlicher werden. Und dann ist die Frage zu stellen, was wichtiger ist. Und wenn Sie die Bevölkerung ehrlich fragen, ob es dann wichtig ist, dass die Feuerwehr kommt, wenn das Kinderzimmer brennt, oder dass die Stadt einen gewissen Anteil an Migrierten, an Integrierten oder auch unter Gleichstellungsgesichtspunkten eine Frauenquote hat oder auch nicht, die Bevölkerung wird Ihnen eine ehrliche Antwort darauf geben. Da bin ich wieder beim Stichwort ehrlicher. Lasst uns ehrlicher sein an der Ecke. Es gibt ganz viele kreative Lösungen. Man muss nur den ordentlichen Stellenwert eingeben. Im Augenblick ist es mir als Leiter der Feuerwehr über das Personalrecht nicht möglich, die Mitwirkung in der Freiwilligen Feuerwehr in eine angemessene Wertung bei der Einstellung von Menschen in die städtische Dienststelle zu stellen. Und zwar überall, nicht nur bei der Feuerwehr. Bademeister im Schwimmbad, Gärtner auf dem Friedhof, Bedienstete des Tiefbauamtes, des Hochbauamtes, Stadtkämmerei, Verwaltungsangestellte, Stadtsekretäre, alles. Das Kriterium Mitwirkung im Ehrenamt ist kein Kriterium. Und das müssen wir ändern. Und dann gelingt es auch kleinen Gemeinden, die seltenen Fälle, wo viele Hände gebraucht werden, dann zu bedienen. Und vielleicht wird aus einer nebenamtlichen Feuerwehr Teil der Stellenbeschreibung dann irgendwann eine freiwillige Feuerwehr, dass die so begeistert sind und machen mit. Finde ich ein super System. Da brauchen wir die politischen Weichenstellungen auch aus der Landesregierung raus. Das war eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, gerade auch, weil es sehr schön an die Verantwortung nochmal sowohl der Politik, aber auch die Verantwortung, die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appelliert hat. Ich möchte trotzdem noch eine Abschlussrunde fragen, und zwar hätte ich gerne von jedem von Ihnen noch in einem Satz beantwortet. Sie haben jetzt die Chance, sich hier was zu wünschen. Ein Wünsche an die Politik. Und zwar, was sind denn Ihre konkreten Wünsche an die Politik zu dem Thema und speziell an die Grünen? Frau Stuhlgies, ein Satz. Ja, da wiederhole ich sozusagen mein Statement. Ich möchte gerne auch einen finanziellen Ausgleich fürs Ehrenamt haben. Und das möchte ich auch erstmal direkt hier im Raum an die Grünen geben, auch die anderen Fraktionen hier aufzumuntern, die Grünen zu unterstützen bei diesem Ansinnen. Danke. Ich wünsche mir auch was. Ich wünsche mir, dass das Ehrenamt in der Gefahrenabwehr von der Politik ernst genommen wird und langfristig und gleichmäßig überparteilich behandelt wird. Ja, und ich wünsche mir, dass die Helferinnen und Helfer des THW nicht nur als Mitglieder in einer Bundesorganisation gesehen werden, sondern auch als Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen und auch als solche in die Einsätze eingebunden werden. Ehrlicher. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank an das Plenum, vielen Dank an Sie vier, dass Sie heute hier mit uns diskutiert haben. Ich glaube, es gibt noch viel, viel weiteren Diskussionsstoff, den wir alle mitnehmen werden. Und ich möchte gerne Frau Verena Schäfer nochmal das letzte Wort zu dieser Veranstaltung geben. Ja, vielen Dank. Also einmal danke natürlich an dich, Julia, für die Moderation, aber auch an die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer und natürlich an diejenigen, die diskutiert haben. Ich habe jetzt sehr viel mitgeschrieben und ich kann mich sehr darin wiederfinden, dass wir uns, glaube ich, vieles ehrlicher machen müssen. Das sage ich auch immer. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, ist aber im politischen Raum immer schwierig, weil man sich natürlich auch ein Stück weit was eingestehen muss. Und das sieht die Opposition natürlich eigentlich gerne, weil sie dann immer die Regierungsfraktion aufziehen kann. Aber trotzdem finde ich, ist das ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt viel mitgenommen für die Landespolitik, aber auch für die Kommunalpolitik, was wir auch nochmal in unsere eigenen kommunalen Reihen auch weiterspiegeln werden. Also gerade so die Fragen, Gerätehäuser selber bauen, Ausrüstung selber finanzieren, das sind ja Fragen, die wir vor Ort auch konkret nachfragen können und das sehe ich als wichtigen Punkt auch für unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Und was das Thema Feuerwehrensache angeht und die Frage, ob die oder warum die Hilfsorganisationen nicht drin sind, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist jetzt bei den Koalitionsverhandlungen in der Tat nicht angesprochen oder diskutiert worden damals. Aber ich habe das auch gerade im Workshop schon gesagt. Ich habe mich ehrlich gesagt auch schon, wir sind wieder beim Ehrlichmachen, schon gefragt, warum wir das damals eigentlich nicht so diskutiert haben. Und ich nehme es jetzt für mich mit und mit Herrn Penkerts Unterstützung kriegen wir das vielleicht auch hin, dass wir das Thema Hilfsorganisationen da vielleicht zumindest auch noch reinkriegen in den weiteren Diskussionen und in den Prozess. Fände ich zumindest gut, wenn wir das versuchen würden, dass man da vielleicht mal einen Workshop oder Ähnliches zusammen auch macht, fände ich auf jeden Fall spannend. Und was die anderen Themen angeht, Rentenansprüche,
Ansprüche, festgeschriebene Standards, was Ausrüstung, was Hilfsfrist angeht. Das nehme ich alles gerne mit. Ich bin immer vorsichtig damit, Sachen zu versprechen. Das sollte man in der Politik nicht tun. Aber was ich versprechen kann, ist, dass wir das mitnehmen, auch intern nochmal für uns auswerten und auch weiter diskutieren werden. Also das sage ich sehr gerne zu und bedanke mich einfach bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und dass wir diese spannenden Diskussionen hatten, für uns so als Grüne ja auch erstmal so im Landtag. Und ich fand es also für uns einfach sehr positiv und ich hoffe, dass wir diesen Dialog auch in Zukunft weiterführen werden. Und ja, jetzt erstmal ein gutes Nachhausekommen und ein schönes Wochenende.